So, auf meiner Uhr ist es jetzt 14 Uhr. Ich warte kurz noch auf das Zeichen, dass die Aufnahme läuft von dem Event und dann können wir eigentlich anfangen. So, ich sehe, das Meeting wird aufgezeichnet. Nochmal die Frage an Frau de Witt und Uwe Östermeier. Können wir starten? Also von mir aus gerne. Von mir aus auch. Super. Dann herzlich willkommen an alle, die sich jetzt zugeschaltet haben zum heutigen Online-Event auf eTeaching.org. Mein Name ist Philipp Meyer und ich mache heute den Moderator. Ein besonderes Hallo auch an unsere Referenten heute. Wir haben Frau Professor Dr. Claudia de Witt da von der Fernuniversität in Hagen und Dr. Uwe Östermeier vom Leibniz-Institut für Wissensmedien, an dem auch eTeaching.org angesiedelt ist. Ich werde die beiden in ein paar Minuten, in ein paar Momenten vorstellen. Das heutige Event markiert den Auftakt zu unserem brandneuen Themen-Special auf eTeaching.org. Sie haben es vielleicht schon gesehen, mobiles Lernen. Das Special wird noch bis zum Frühjahr auf der Plattform stattfinden. Es zeigt Praxisbeispiele, diskutiert offene Fragen und lässt Expertinnen und Experten, so wie auch heute, zum Thema Mobile Learning zu Wort kommen. Alle Inhalte dazu finden Sie im Portal unter der URL, die ich Ihnen hier auch auf die Folie kopiert habe. Können Sie einfach raufklicken und dann sind Sie im Event. Wenn Sie zum Special mit uns diskutieren möchten, können Sie das auch in den sozialen Netzwerken tun. Auf Twitter haben wir dafür das Hashtag MobLernen eingerichtet. Das war noch frei und wird für den Event genutzt. Also alle Fragen auch an die Referenten geben wir dann weiter. Soweit ich weiß, sind Frau de Witt und Herr Östermeier nicht auf Twitter, aber alle Fragen, die dort kommen, geben wir natürlich gerne auch weiter an die Referenten. So, die heutige Auftaktveranstaltung betrachtet das Thema mobiles Lernen aus zwei Perspektiven. Zum einen, und dafür ist Frau de Witt heute hier, geht es um zentrale pädagogische und didaktische Aspekte, etwa um die Frage, welches Lernverständnis und welche Lernziele mit dem Einsatz von verschiedenen Mobile Learning Lehrszenarien verbunden sind. Ich begrüße nochmal ganz herzlich Frau Professor Dr. Claudia de Witt bei uns, die uns von der Fernuniversität in Hagen heute vielleicht hoffentlich nicht mit technischen Problemen zugeschaltet ist. Frau de Witt ist dort Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik. Ihre Schwerpunkte sind E-Learning, Mobile Learning, Medienbildung und Mediendidaktik, unter anderem im Fernstudium. Sie erforschte im Rahmen eines vom BMBF geförderten Verbundprojektes den Einsatz von Mobile Learning für verschiedene Wirtschaftszweige. Seit 2006 richtet sie den jährlichen Mobile Learning Day an der Fernuniversität in Hagen aus. Sie ist außerdem Mitglied im Kongressbeirat der LearnTech, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Online-Zeitschrift Medienpädagogik und Gutachterin für verschiedene E-Learning-Journale. Im heutigen Event sollen darüber hinaus auch die Technologien in den Blick genommen werden, mit denen mobiles Lernen stattfindet. Sie bieten gegenüber klassischen Arbeits- und Lernplätzen besondere Möglichkeiten, aber auch neue Schwierigkeiten, zum Beispiel, dass man unterschiedliche Standards und Geräteklassen hat. Man muss für Android entwickeln und muss auch für iOS entwickeln. Als nur ein Beispiel. Hierfür als technologischen Experten begrüße ich meinen Kollegen Dr. Uwe Östermeier vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen bei uns. Uwe leitet dort die Softwareentwicklungsgruppe. Er studierte dabei sehr nicht technisch, nämlich Philosophie, Psychologie und Religionswissenschaften an den Universitäten Bonn und Tübingen. Und mit seiner Entwicklungsgruppe konzipiert und implementiert er Software für webbasierte Experimente und prototypische Kollaborationstools. Also willkommen nochmal und ein herzliches Danke an unsere beiden Referenten. So, Hallo. jetzt können wir auch gleich anfangen. Nur noch ein paar organisatorische Anmerkungen. Sie können schon, wie immer, schon während den Vorträgen auch Fragen im Chat stellen. Ich sammle die Fragen und gebe die im Anschluss an die Vorträge an die Referenten weiter. Nur bei wichtigen Verständnisfragen und technischen Problemen würde ich unterbrechen. Nach dem ersten Vortrag gibt es nur eine kurze Diskussion und wir behalten uns das auf nach den beiden Vorträgen, um dann die Fragen zusammen zu diskutieren, die aufgetaucht sind. Ja, so werden wir das machen. Von unserer Seite wären wir jetzt bereit. Frau de Witt, ich würde auf Ihre Folien umschalten Gerne. und dann kann es losgehen.
So, Sie haben das Wort. Ja, ich sehe im Moment die Folien noch nicht. Jetzt sieht es gut aus. Moment. Ja, hervorragend. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für die freundliche Einführung und auch vielen Dank an Frau Thielosen für die Einladung zu diesem Event und diesem Vortrag. Im Mittelpunkt meines Vortrags stehen die wesentlichen didaktischen Szenarien mobilen E-Learnings und ich verstehe meinen Vortrag als eine Einführung in das Thema mobiles Lernen und werde so circa 20 Minuten benötigen. Der Begriff des mobilen E-Learnings war ein Vorschlag von Frau Thielosen, den ich gerne aufgenommen habe, denn mit seiner räumlichen Flexibilität und der Möglichkeit des unmittelbaren Kontextbezugs stellt mobiles Lernen eine Erweiterung des E-Learnings dar. Auch innerhalb von Blended Learning Konzepten kann mobiles Lernen als zusätzliches Angebot zur Vertiefung und Ergänzung von Bildungsinhalten genutzt werden. Die Agenda sieht wie folgt aus. Ich werde kurz die Potenziale von mobilen Lernen skizzieren, die didaktischen Szenarien mobilen E-Learnings beschreiben, Beispiele dazu geben und mit dem Ausblick auch nochmal auf das Lernverständnis eingehen. Mobile Learning ist eine der herausragenden Entwicklungen im E-Learning und bezeichnet eine Form des Lernens über portable Endgeräte, die einen sofortigen und unmittelbaren Zugriff auf Information und Wissen ermöglichen und eben auch über einen mobilen Netzzugang verfügen. Zu diesen Endgeräten zählen unter anderem Smartphones, Hybrid-Tablets oder Tablet-PCs oder eben neuerdings auch Wearables, die immer schneller, immer dünner werden und auch immer mehr können. Sämtliche Dienste und Anwendungen können an jedem Ort und zu jeder Zeit aufgerufen und bedient werden. Und Stoller-Schei bringt das auf den Punkt. Mobiles Lernen ist die Schnittstelle aus Lernen, Arbeiten, sich informieren, miteinander kommunizieren und Netzwerken und fördert eben dadurch die Konvergenz dieser Bereiche. Mobiles Lernen ist hochgradig selbstbestimmt und zeichnet sich durch eine Eigendynamik aus, die sich durch institutionelle und formelle Lernprozesse nicht einengen lässt. Mit mobilen Endgeräten ist es möglich, an anderen Orten als bisher zu lernen und Lehrzeiten unterwegs zu nutzen, um unabhängig von Ort und Zeit das eigene Wissen zu erweitern und möglicherweise unmittelbar in der Situation anzuwenden, in der man es braucht. Es ist schon längst nicht mehr die Frage, ob mobiles Lernen für das Studium oder die Weiterbildung sinnvoll ist. Technologiebasierte Lernformate ermöglichen methodisch-didaktische Designs, die die heterogenen Lernbedürfnisse, unterschiedliche Lernbiografien und Mediennutzungsinteressen berücksichtigen. Das Lernen mit mobilen Endgeräten und das Lernen mit Apps bietet deutlich differenziertere, vielfältigere Lehr- und Lernformate als bisher. Die Anwendungen für Smartphones und Tablets für das Lernen bieten vielseitige, multimediale und Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten. Cloud-Lösungen und Bring-Your-Own-Device-Konzepte ermöglichen neue Formen der Wissensgenerierung und der Mediennutzung. Nun stellt sich die Frage, was sind wesentliche Szenarien mobilen E-Learnings? Lernszenarien beschreiben generell die pädagogischen Verhältnisse bzw. beschreiben die Organisation des virtuellen Lernens und Lehrens. Ein Szenario war ursprünglich ein Entwurf eines Theaterstücks in der römischen Geschichte und meinte einen geplanten Handlungsablauf unter Angabe der Orte, der Ausstattung, der Schauspielerinnen und Requisiten. Szenario kann man auch als Drehbuch bzw. als Plan bezeichnen. Der Szenario-Begriff, der hat einen gewissen Beispiel- oder auch Entwurfscharakter für eine durchzuführende Lehr- und Lernsituation. Mit dem Szenario-Begriff wird die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen in oder durch eine Lehrumgebung bezeichnet. So kann man sagen, dass E-Learning-Szenarien das Resultat technologiegestützter Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen sind. E-Learning-Szenarien werden häufig nach dem Grad der Virtualisierung bzw. dem Verhältnis von Präsenz zu Online-Anteilen beschrieben.
Üblich ist dann eine grobe dreistufige Unterscheidung, wie hier beispielsweise Präsenzveranstaltungen mit unterstützendem begleitenden Online-Angebot oder eben die Blended Learning-Szenarien bzw. reine Online-Veranstaltungen. Es gibt aber auch komplexere Klassifizierungen. Schulmeister und andere nennen beispielsweise drei Typen von Kategorien. Dazu gehören halt die quantitativen Skalen, technische und mediendidaktische Kategorien, aber auch eben pädagogisch-didaktische Kategorien. Eine weitere Möglichkeit zur Klassifizierung von E-Learning-Szenarien ergeben sich, betrachtet man die Vielzahl didaktischer Aspekte und Fragen, die es beispielsweise aus mediendidaktischer Sicht bei der Planung und Gestaltung von E-Learning-Arrangements zu klären gilt, wie dies bei Keras der Fall ist. Die Besonderheiten bei Mobile Learning Szenarien liegen für mich aber unter anderem in der Berücksichtigung der Gestaltungsdimension Kontext. Und deswegen habe ich hier auch nochmal die Kategorisierung von Goetz, Schwabe und Froberg aufgenommen. Danach bildet der Kontext, die vereinfacht die Lernumgebung, den Ort, an dem das Lernen stattfindet. Während also beim irrelevanten Kontext keinerlei Beziehungen oder Auswirkungen zwischen der aktuellen Umgebung und der momentanen Lernsituation bestehen, quasi so Lernen zu jeder Zeit, Lernen am Strand oder an der Bushaltestelle, sorgt beim formalisierten Kontext ein gemeinsamer Lernraum, wie beispielsweise das Klassenzimmer oder der Hörsaal, für eine kognitive und körperliche Aktivierung des Lernenden. Bei dem physischen Kontext ist der Ort, an dem sich der Lernende befindet, auf jeden Fall relevant. Beispielsweise ein Besucher des Museums erhält ein mobiles Endgerät, das ihm Informationen von dem ausgestellten Objekt, vor dem er sich befindet, anzeigt. Und dies können Sie nicht nur in Abhängigkeit des Ortes, sondern auch in Abhängigkeit der vor dem Objekt verbrachten Zeit präsentieren. Das heißt, je länger man zum Beispiel als Besucher vor einem Objekt im Museum verbringt, desto mehr interessierte man sich also dafür und umso mehr detailliertere Informationen werden einem präsentiert. Und letztendlich spielen bei dem sozialisierenden Kontext die zwischenmenschlichen Beziehungen eine zentrale Rolle. Das heißt also, das System leitet die Lernenden an und die Lehrenden können den Lernfortschritt bis zu einem gewissen Grad überwachen. Also bei dem sozialisierenden Kontext geht es eigentlich mehr um ein gemeinschaftliches Lernen von Lehrenden und Lernenden. Ja, summa summarum gibt es aus Sicht der Forschung zu didaktischen Szenarien eine Reihe von Faktoren, die ein Szenario ausmachen und von Heyer beispielsweise noch einmal in einer anderen Form zusammengestellt werden. Um die wesentlichen Szenarien mobilen E-Learning systematisch einzuordnen, nehme ich jetzt einfach nur die beiden Kontextfaktoren Zeit und Ort heraus, die auch hier bei Heyer eine Rolle spielen. Denn ein didaktisches Szenario lässt sich mit Baumgartner definieren als ein Skript für die Inszenierung eines bestimmten Lernarrangements, das die notwendigen Erfordernisse, nämlich Handlungen in der Lernzeit bzw. Ausstattung im virtuellen Raum für die Umsetzung zusammenstellen. Daraus ergibt sich folgende Matrix, an der sich wesentliche mobile E-Learning-Szenarien abtragen lassen. Lernen unabhängig von Zeit und Ort. Dann Lernen unabhängig von Zeit, aber abhängig vom Ort. Darunter würde ich eben das situiert und authentische Lernen an konkreten Lernorten fassen. Dann gibt es das Szenario abhängig vom Ort und abhängig von der Zeit, was man generell unter Präsenzlehre versteht. Und das vierte Szenario, was eben ortsunabhängig, aber zeitabhängig ist, ist für mich das Distance Learning bzw. die virtuelle Präsenz. Also nach diesem Ort-Zeit-Raster lassen sich für mich die wesentlichen vier Szenarien mobil E-Learnings einordnen, auf die ich auch jetzt im Folgenden etwas näher eingehe. Ja, Lernen unabhängig von Ort und Zeit.
Mobiles Lernen, das haben Sie auch selber schon erfahren, wird an Ort und Stelle genutzt, ohne die jeweilige Situation, in der Sie sich jetzt befinden, ändern zu müssen. Smartphones und Tablets werden in Leerlauf- und Wartezeiten genutzt und in der jeweiligen Situation stehen Ihnen unmittelbar Informationen, Wissen oder Werkzeuge zur Verfügung. Man kann auf kleine Lernmaterialien im Audio-, Video- und Textformaten auf sogenannten Micro-Content zugreifen. Und die Lernumgebungen, die bisher fast ausschließlich auf dem PC genutzt wurden, sind mittlerweile aufgrund ihres Responsive Designs sehr gut auf dem Smartphone oder auf dem Tablet nutzbar, wie hier beispielsweise unsere aktuelle Moodle-Lernumgebung an der Fernuniversität in Hagen, einmal auf dem Smartphone und einmal auf dem Tablet. Außerdem stehen kommerzielle und vom Lehrenden produzierte Learning-Apps zur Verfügung, mit denen Studierende ihr Wissen nicht nur über Prüfungen, nicht nur für Prüfungen, sondern eben auch selbstbestimmt und im Rahmen von Selbstlernphasen vertiefen und erweitern können. Allerdings weisen hier beispielsweise Pachler, Seipold und Bachmeier darauf hin, dass je stärker die Lernsituationen mit Alltagssituationen verschmelzen, es notwendiger ist, eine reflektierte und kritische Auswahl beim Zugriff auf Informationen zu treffen und zudem das oft fragmentarische Wissen situativ in sein eigenes Wissen und auch in seine Fähigkeiten einbinden zu können. Zudem geht der Trend eindeutig in Richtung mobiler Personal Learning Environments, wie beispielsweise hier von Ulrike Lucke von der Universität Paderborn einmal beschrieben, mit welchen Funktionalitäten ein solches mobiles Personal Learning Environment ausgestattet ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Universitäten auch an dieser mobilen Version arbeiten und eben auch versuchen, alle möglichen Services in einem, auf einer Umgebung bereitzustellen. Das nächste Szenario, situiert und authentisch an konkreten Lernorten, ist das Szenario, wo der Ort, aber weniger die Zeit relevant ist. Situiertes Lernen vor Ort heißt, das Wissen im unmittelbaren Kontext erworben und in den Lernzusammenhang eingeordnet werden kann, etwa an historischen Schauplätzen oder bei Exkursionen. Situiertes und authentisches Lernen unterstützt dabei die Fähigkeit, im eigenen Kontext zu entdecken und auch zu experimentieren. Situiertes und authentisches Lernen unterstützt das Lernen aus dem Klassenraum-Setting herauszulösen und in neue, bedeutungsvolle Settings außerhalb zu setzen. Und hiermit ist eben auch das Lernen im physischen Kontext gemeint. Das, was Froberg und andere angemerkt haben. Der Zugang zu Wissen wird in dem Kontext bereitgestellt, in dem es angewendet wird, beziehungsweise in dem es für mich eine Bedeutung spielt. Mobile Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten des kontextabhängigen Informationszugriffs, beispielsweise über Augmented Reality oder Location-Based Services. Während das Lernen an der Bushaltestelle in einem irrelevanten Kontext stattfindet, stellen Augmented Reality-Anwendungen an den Orten, an denen sich der Lernende gerade befindet, passgenau die für die Situation relevanten Lerninhalte oder Informationen zur Verfügung. Augmented Reality hat großes Potenzial, sowohl kontextuelle Lernerlebnisse als auch eben das zufällige Erforschen und Entdecken von Informationen, die miteinander zusammenhängen, in der realen Welt zu ermöglichen. Augmented Reality, ja, ist eine Vermischung bzw. eine Anreicherung von virtuellen Daten mit dem, was wir in der realen Welt sehen, sei es durch Apps oder durch Augmented Reality-Brillen. Mechaniker benutzen beispielsweise Augmented Reality-Brillen, wenn sie an Fahrzeugen arbeiten. Das heißt, die Brillen, die zeigen den jeweiligen Reparaturschnitt an, identifizieren die benötigten Werkzeuge und liefern gleichzeitig auch die Anleitungstexte. Diese Art von Augmented Reality bietet sich besonders für Trainings für spezielle Aufgaben an.
die Lerninhalte springen einem quasi direkt ins Auge. Ein anderes Beispiel für dieses Szenario, aber auch mit einer anderen Technologie, ist an der Universität Linz zu finden. Dieses setzt eine spezielle Informations- und Kommunikations-, aber auch Kollaborations- und Navigationsplattform ein. Da können also Universitätsangehörige, Lehrende, Studierende, Administratoren Informationselemente wie Text, Bild, Sound, Videodokumente geopositioniert bereitstellen und diese auch auf ihren mobilen Geräten, aber auch vor Ort direkt beziehen. Beispielsweise legen sich Lehrende Unterlagen für ihre Vorlesung virtuell vor den Eingang des Hörsaals und bevor der Raum betreten wird, werden diese Dokumente automatisch den Studierenden zur Verfügung gestellt. Und eine sogenannte Friend-Finder-Komponente erlaubt die Kollaboration und das Social Networking. Das heißt, die Benutzer können sich so untereinander vernetzen, dass sie wechselseitig die augenblicklichen geografischen Positionen austauschen und in virtuelle Dialoge über Chats beispielsweise treten können. Das dritte Szenario, Einsatz in der Präsenzlehre, ist ein Szenario, das sowohl von der Zeit als auch von dem Ort abhängig ist und die Nutzung mobiler Technologien im physikalischen Kontext erfolgt. Typisches Beispiel ist die Vorlesung in einem klassischen und auch heute noch meist überfüllten Hörsaal. Also Lehrende halten dabei nicht nur ihre Vorlesungen, sondern formulieren Fragen oder Aufgaben und geben Antwortoptionen vor. Studierende wählen die ihrer Ansicht nach richtigen Optionen und übermitteln ihre Antworten über ihr digitales Endgerät an den Rechner und über den das Abstimmungsergebnis dann ohne Zeitverzögerung abgerufen und auch allen Anwesenden gezeigt werden kann. Das Lernziel hierbei ist, dass die Studierenden aktiv in die Vorlesung involviert werden und die Lehrenden auf diesem Weg zum Beispiel Meinungen oder Feedbacks einholen können und auch unmittelbar bei Bedarf auf Wissenslücken reagieren können. Mittlerweile braucht man dafür auch nicht unbedingt mehr eigens dafür vorgesehene Abstimmungsklicker. Es gibt gute Apps dafür wie Poll Everywhere, Socrative oder Pingo. Bei Socrative zum Beispiel können Studierende mit Worten, Sätzen oder Multiple-Choice-Auswahl antworten. Sie können aber auch in Lernteams gegeneinander antreten. Pingo steht für Peer Instruction for Very Large Groups und ist ein webbasiertes Live-Feedback-System für die Lehre zur Aktivierung von Studierenden, insbesondere in großen Lehrveranstaltungen. Das didaktische Ziel hierbei besteht darin, dass die Studierenden über diese App nicht wie gewohnt passiv zuhören, sondern sich an der Vorlesung über ihre Smartphones, Tablets eben aktiv beteiligen. Die App wurde entwickelt von der Universität Paderborn und ist zweimal mit einem Lehrpreis ausgezeichnet worden. Wir nutzen es ebenfalls in diesem Semester. Außerdem stellen auch die klassischen Lernplattformen vermehrt Live-Voting-Plugins zur Verfügung, wie beispielsweise bei der Plattform Ilias, die wir sicherlich auch noch in einem der Live-Events vorgestellt bekommen. Dann komme ich zum vierten und letzten Szenario, dem Einsatz in Distance Learning bzw. der virtuellen Präsenz. Bei diesem Szenario mobilen E-Learnings ist nicht der Ort entscheidend, sondern die Zeit. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Livestreaming in Form eines Online-Vortrags oder Google Hangouts stattfindet, wo sich die Teilnehmer zu einem bestimmten Termin einfinden, wie wir eben heute, wo aber der Ort, an dem wir uns befinden, völlig irrelevant ist. Unter anderem ist dieses Szenario eine hervorragende Möglichkeit, Studierende weltweit zu erreichen. Und auf diese Weise können Prüfungen unabhängig vom Ort abgehalten werden. Lehrende und Studierende verabreden sich dazu in digitalen Meetingräumen, aber auch Online-Sprechstunden oder Online-Vorträge der Dozenten sind eine Möglichkeit, damit Studierende weltweit an diesen Meetings partizipieren können, beispielsweise über Adobe Connect Mobile.
auch Studierende nutzen diese Möglichkeiten, um sich global zu vernetzen und an Livestreamings von Bildungsangeboten weltweit teilzunehmen. Das waren die didaktischen Szenarien, die ich wesentlich halte für mobiles E-Learning. Dann ist natürlich die Frage, gibt es jetzt eben auch eine Veränderung des Lernverständnisses oder sollte man nicht eben auch an das bisherige Lernverständnis ansetzen? Man muss aber sagen, dass zusammengenommen uns die Szenarien die Entwicklung zu einer durchgängigen Lernunterstützung, dem sogenannten Ubiquitous Learning, beziehungsweise zu einem bruchlosen Lernen, das Seamless Learning, vor Augen führen. Gemeint ist der Übergang von informellem und formalen Lernsettings, der Übergang von personalisierten und sozialen Lernsettings, der Übergang von physikalischer Umgebung und digitalen Informationen oder der Übergang eben zwischen verschiedenen Geräten bzw. von verschiedenen Lernaktivitäten. Und diese Übergänge, die mit diesen mobilen Lernszenarien verbunden sind, wurden auch bereits von Specht, Ebner und Löcker benannt. Ein didaktisches Szenario für mobiles E-Learning beschränkt sich daher für mich nicht auf einzelne Lerntheorien, sondern wendet sie quasi als komplementäre Baukästen an, die Werkzeuge und Ansätze bieten, um diese mithilfe der digitalen Technologien gewinnbringend für den Einsatz im mobilen Lernen zu kombinieren und zu erweitern. Inhalte können in kleine Informationseinheiten aufgeteilt und strukturiert werden und auch abgefragt werden im Sinne des Behaviorismus. Durch die Flexibilität des orts- und zeitunabhängigen Lernens werden Bedeutungszuweisungen, Lern- und Verarbeitungsprozesse im Sinne des Kognitivismus unterstützt und kontextualisiertes, problemorientiertes Handeln in komplexen Situationen ermöglicht im Sinne des Konstruktivismus. Zusammengefasst ergeben sich drei wesentliche Lernaktivitäten, wenn man sich die Möglichkeiten mobilen E-Learnings ansieht. Die Aktivitäten bestehen in der Recherche und Nutzung von Inhalten, in der Produktion eigener Inhalte und der Teilhabe anderer Personen an diesen Inhalten. Und es geht auch um die Gründung von Netzwerken und die aktive Teilnahme an Online-Gemeinschaften. Drei wesentliche Funktionen der digitalen Medien nehmen meines Erachtens im mobilen E-Learning den Raum ein. Das ist die Präsentation von Inhalten, die Visualisierung von Sachverhalten, die Bereitstellung von Materialien, aber auch wesentlich die Kommunikation und Kollaboration zwischen Lernenden und Lehrenden bzw. unter Lernenden. Damit komme ich schon zum Ausblick und der Frage, wie mobil wird noch unser Lernen? Mehr als in bisherigen E-Learning-Szenarien kann man aber auch feststellen, dass immer mehr Selbstverantwortung für den eigenen Lernprozess erwartet wird. Und wir haben dabei aber festgestellt, dass mobile Endgeräte beispielsweise im Studium noch nicht für alle eine bedeutsame Rolle spielen. Daher werden Angebote wie Workshops zu Apps im Studium sehr gut angenommen. Noch werden Tablets vorrangig zur Organisation des Studiums, zur organisationsbezogenen Kommunikation und zur Koordination von Lerngruppen genutzt. Noch relativ wenig werden aber Apps selbstständig erprobt. Vielmehr bedarf es noch der Anregung von Lehrenden oder Mitstudierenden, um die didaktischen Neuerungen zu akzeptieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit voranzutreiben. Dennoch zeichnet sich deutlich ab, dass sich die klassischen Lernorte wie die Hochschule eklatant verändern werden bzw. sich auch verändern müssen und sich der Umgang mit Wissen immer stärker zum Shared Knowledge in digitalen Netzwerken entwickelt. Auf jeden Fall wird unser Lernen, um es mit Jane Hart auszudrücken, smarter. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau de Witt, für Ihren sehr interessanten Vortrag, wie ich finde. Gibt es jetzt spontane Nachfragen? Ich sehe einige
tippen gerade. Es gab zwischendrin einen Kommentar von Herrn Peterseil, der nochmal betont hat, dass seiner Ansicht nach die Kontext-Awareness und die Lernorchestrierung sehr entscheidend sind beim mobilen Lernen. Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung, Frau de Witt? Also das sehe ich genauso, dass gerade die Kontextabhängigkeit oder das Merkmal Kontext beim mobilen Lernen das herausragende Merkmal ist. Deswegen, wenn Sie mich zum Beispiel auch danach fragen würden, ja, nach welcher Kategorisierung würde ich jetzt ein didaktisches Szenario vornehmen, wäre meine erste Antwort die nach Froberg, Schwabe und Goethe, weil sie eben den Kontext mit einbeziehen und ihn auch differenzieren. Eine Nachfrage von Herrn Peters. Ist mit Lernorchestrierung dann das didaktische Konzept gemeint? Genau. Einfach, ja genau. Einfach so das gesamte, also wie die gesamte Lernorganisation auszusehen hat. Dafür braucht man ja bestimmte Kategorien, Merkmale. Und das zusammen macht dann quasi die Lernorchestrierung aus. Ja? Ich komponiere quasi ein didaktisches Szenario. Okay, dann würde ich, da ist schon noch eine Frage von meiner Kollegin Anne Thielosen. Sie erwähnten zu Anfang, dass im M-Learning informelle Kontexte immer wichtiger werden. Wie verhält sich das zu den formellen Szenarien? Also Mobile Learning sehe ich auch in formellen Szenarien, beispielsweise eben in der Integration von Blended Learning Konzepten. Aber was eben jetzt mit den Geräten auch dazu kommt, ist, dass der informelle Kontext immer stärker an Bedeutung gewinnt und der Einzelne ja selber dann auch entscheiden kann, was er lernt, mit welcher App er umgeht, ja, wie er selbstbestimmt mit den Apps umgeht und dass man eigentlich gar nicht mehr so sehr in formalisierten Kontexten Lernen erwerben muss und kann, sondern dass das immer mehr in informellen Kontexten stattfindet. Das meinte ich damit. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns die restlichen Diskussionsfragen für später aufheben. Also ich habe hier noch eine Frage von Herrn Peterseil notiert. Inzwischen wurde die Frage geklärt, ob das Tool Socrative kostenlos ist. Anscheinend ja, sagt Herr oder Frau Klerfeld. Dann würden wir jetzt weitermachen mit dem Vortrag von Dr. Uwe Östermeier. Uwe, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann schalte ich auf deine Folien um. Ja, hallo von meiner Seite. Auch ein Dankeschön für die Einladung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich der richtige Referent bin, da ich nicht so stark in mobilen Szenarien verankert bin. Ich leite hier zwar die Entwicklungsgruppe am IBM und wir verwenden auch schon sehr lange, fast seit Beginn, das iPad, auch für mobile Szenarien. Aber das sind, glaube ich, eher so Sonderfälle, die auch vor allen Dingen für mehr, ja, sagen wir mal, explorative Studien eingesetzt werden und nicht so sehr in der wirklichen Realität an der Hochschule. Aber ich denke, die technologischen Grundlagen, Fragen sind trotzdem dieselben und ich kann versuchen, aus meiner Perspektive da ein bisschen was zu sagen. Wer schon etwas länger in dem Geschäft ist, weiß natürlich, dass es da schon Vorläufer gegeben hat, dass diese mobilen Geräte jetzt am Ende einer längeren Entwicklung stehen, die ja sowieso immer mit einer Miniaturisierung und einer Portabilität einhergegangen ist. Und so haben jetzt also die aktuellen mobilen Geräte schon lange ihre Vorläufer aus den 90er Jahren, Stichworte wie Palm oder Newton von Apple, waren sicherlich sehr kompakte mobile Geräte, die sich aber nicht wirklich durchgesetzt haben. Das ist erst dann mit dem iPhone 2007 drastisch anders geworden. Damit hatte man auf einmal eine Benutzerkonzeption oder eine Applikationskonzeption, die wegging von diesen allumfassenden, sehr mächtigen Werkzeugen hin zu Apps, die wenig, aber das sehr gut konnten. Und das hat in der Usability einen riesen Durchbruch geführt. Und ist seitdem eine enorme Erfolgsgeschichte. Wenn man sich zum Beispiel das iPad anguckt, erst 2010 auf den Markt gebracht, ist es inzwischen in vielen didaktischen Kontexten gut verankert und hat eine Erfolgsgeschichte hinter sich, wie kaum eine andere technologische Entwicklung in der letzten Zeit.
Für die Entwickler stellt das natürlich besondere Herausforderungen. Es sind neue Technologien, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber eben auch neue Vertriebsformen, die wir so jetzt in unserem Kontext vorher nicht kannten. Bis dato hatten die Leute, die Software entwickelten, die Vertriebsformen eigentlich mehr oder weniger selber in der Hand, was insbesondere im Hochschulkontext auch dazu führte, dass man eigentlich Software gut vertreiben konnte. Man musste eigentlich nur einen Link bereitstellen. Das ist inzwischen anders. Beim App Store von Apple zumindest wird ja auch ein Testverfahren vorgeschaltet, sodass man eigentlich gar nicht auf den Punkt genau sagen kann, wann Software verfügbar ist, wenn es zum Beispiel Testzeiten zwischen 3 und 14 Tagen gibt, einfach weil die Usability Guidelines überprüft werden oder eben auch technische Security-Fragen offen sind. Das macht das alles deutlich schwieriger handelbar für kleine Arbeitsgruppen, wie man sie ja typischerweise an Hochschulen findet. Weitere Probleme bestehen darin, dass die Produktzyklen zum Teil extrem kurz sind und zum Teil mehrere Geräte pro Jahr herausgebracht werden, die nicht nur einfache Varianten sind in dem Sinne, dass sie schneller oder besser sind, sondern dass sie eben auch mit neuen Bildschirmverhältnissen, neuen Auflösungen kommen, die also für die visuelle Aufbereitung von Materialien wirklich sehr wichtig sind und die man als Entwickler immer berücksichtigen muss. Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Wenn man eben halt in so einem dynamischen Feld arbeitet, muss man damit einfach fertig werden. Das Hauptproblem sehe ich auch gar nicht so sehr in der Vielfalt, sondern darin, dass sich im Moment der Wettbewerb auf zwei Plattformen konzentriert, die gar kein Interesse haben, miteinander zu kooperieren oder gemeinsame Schnittstellen zu definieren. Im engeren Sinne ist es natürlich kein Duopol. Es gibt neben Google und Apple auch noch andere Anbieter auf dem Markt, Windows zum Beispiel. Aber die spielen eigentlich in der Praxis eine untergeordnete Rolle. Und das Problem ist, dass sich in dieser Art von Duopol, wo also zwei Hauptanbieter miteinander konkurrieren, es gar kein Interesse an gemeinsamen Plattformen geben kann, weil alle oder die beiden eben selber glauben können zu Recht, dass sie die Standards der Zukunft mit definieren können. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, bei der Videodekomprimierung zum Beispiel gibt es konkurrierende Sachen, wo Apple und Google einfach getrennte Wege marschieren und es wird sich dann zeigen, wer sich dann on the long run durchsetzen wird. Aber da werden vielleicht noch andere Beispiele kommen. Wenn man jetzt als Entwickler so in einer kleinen Arbeitsgruppe steht und nicht beliebige Ressourcen zur Verfügung hat, wie das vielleicht in größeren Konzernen der Fall ist oder in größeren Agenturen, dann muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, was kann man überhaupt technisch sinnvoll leisten und welches sind die wichtigsten Anforderungen an meine Software? Und da muss man leider sagen, es gibt im Moment keine Plattform, mit der man alles gleichermaßen gut erledigen könnte, sondern die Unterschiede sind ganz enorm. Mit Vor- und Nachteilen auf vielen Dimensionen. Und ich versuche hier mal so einen kleinen Überblick zu geben, wo ich so die Hauptmerkmale sehe. Was viele Leute, die Apps bevorzugen zum Lernen, daran gut finden, ist natürlich die intuitive Benutzerführung, dass sie oft sehr responsive sind und insgesamt ein Look und Feel haben, was man eigentlich von so, sagen wir mal, Standard-Software, die früher in der Hochschule entstanden ist, entfernt ist und einfach ein bisschen besser ist. Das ist aber nicht mit allen Entwicklungsplattformen gleicherweise leicht möglich, sondern naturgemäß geht das mit den nativen Entwicklungsumgebungen für Android und iOS am besten. Dort gibt es auch ganz dezidierte Human Interface Guidelines, die einen wichtigen Beitrag zu dem Erfolg der Plattform beitragen, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen, was dann schon eben das Problem aufwirft, dass man als kleine Entwicklungsgruppe sich in beide Sachen reindenken muss und auch die Standards kennen muss. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wenn man im App Store etwas publizieren will, man auch die Interface Guidelines erfüllen muss. Dem steht natürlich das Interesse gegenüber, dass man die Arbeit, die man einmal investiert, in verschiedenen Kontexten weiterverwenden möchte. Und das ist bei plattformgebundenen Sachen natürlich eben sehr schlecht möglich. Und deshalb gibt es auf der anderen Seite eine starke Tendenz zu plattformübergreifenden Entwicklungsumgebungen, einfach um die Arbeit, die man einmal investiert hat, mehrfach verwenden zu können. Aber das beißt sich tatsächlich mit der Anforderung, ein möglichst schönes Look und Feel zu haben.
Bei der Performance haben wir ähnliche Einschränkungen. Je genauer es auf das Gerät zugeschnitten ist, je hardware-naher man programmieren kann, desto besser ist natürlich die Performance. Und alle Plattformen, die eher übergreifend funktionieren, müssen sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und können oft dann in dieser Optimierung nicht das leisten, was die nativen Entwicklungsumgebungen leisten können. Man könnte das jetzt in Teilaspekten durchdeklinieren, die sehr vielschichtig sind. Also diese neuen Geräte haben ja auch eben nicht nur die Standard, wie man sie früher beim Desktop-Rechner kannte, wo es dann vielleicht nochmal eine Videokamera dazu gab, sondern es gibt eben halt auch Lokalisierungsservices, es gibt die Möglichkeit, QR-Codes einzubinden. Das wird alles von der Entwicklungsumgebung von vornherein bereitgestellt, aber eben auf unterschiedliche Weise. Und diese Vielfalt von Sensoren zu integrieren, fällt natürlich auch diesen übergreifenden Lösungen wiederum schwerer als den nativen Entwicklungsumgebungen. Das Ähnliches gilt auch für die Ausgabe. Um eine wirklich hochwertige Audio-, Video- und Grafikausgabe zu betreiben, muss man, denke ich, im Zweifel hardware-nah sein, wenn es wirklich gut sein soll. Und dann kommt man sehr schnell in massive Probleme, wenn man mit übergreifenden Plattformen arbeitet, so zum Beispiel, dass Videos nicht vernünftig skalieren, dass Grafiken auf der einen Plattform vielleicht gut aussehen, aber nicht unbedingt auf der anderen. Da möchte ich jetzt nicht ins Einzelne gehen. So grob kann man sagen, dass zum Beispiel beim Thema Audio im Moment eine sehr große Uneinheitlichkeit herrscht und es noch einige Entwickler gibt, die immer noch Flash in HTML-Seiten einbauen, um überhaupt plattformübergreifendes Audio garantieren zu können, was eigentlich der Idee von HTML5 eigentlich komplett zuwiderläuft. Bei Video hatte ich schon erwähnt, dass es im Moment unterschiedliche Komprimierungsstandards gibt, sodass man, wenn man ein Auditorium adressiert, in dem verschiedenste Geräte verfügbar sind, eben eigentlich auch einen Produktionsprozess aufsetzen muss, wo am Schluss verschiedene Videoformate generiert werden müssen. Etwas, was man eigentlich als Entwickler nie gerne macht. Nicht zuletzt für die tägliche Arbeit ist dann auch die Frage wichtig, mit welcher Entwicklungsumgebung arbeite ich, wie professionell ist die? Und da kann man so pauschal kaum was zu sagen, weil die Vielfalt enorm ist. Ich persönlich arbeite sehr viel mit iOS, finde das auch eine sehr gute Entwicklungsumgebung. Ich denke auch, dass diese Eclipse-basierten Sachen, auf den Android oder auf Flash basieren, gut sind. Aber es gibt dann immer Unterschiede, wie gut die mobilen Geräte angebunden sind, wie viel Aufwand es ist, die Sachen dann auch auf den mobilen Geräten zu testen, sodass ich da eigentlich sehr vorsichtig bin. Richtig gut kann ich es eigentlich nur von Flash eher sagen, wo die Anbindung an die mobilen Geräte sehr schlecht ist und bei iOS, wo sie sehr gut ist und in diesem Spektrum bewegt sich das Ganze. Was für kleine Entwicklungsteams auch noch ein Problem ist, wie dynamisch ist das Umfeld, in dem ich mich bewege? Und da muss man sagen, dass wenn man plattformunabhängig ist und nicht so auf das neueste Look und Feel setzt, man natürlich weniger Arbeit hat, weil man einfach nicht den Ehrgeiz hat, immer ganz vorne mitzuspielen. Wenn man diesen Ehrgeiz allerdings hat, dann kann es aber auch sein, dass man alle ein, zwei Jahre seine Applikation überarbeiten muss, weil zum Beispiel die Interface-Guidelines, wie es bei Apple zum Beispiel in letzter Zeit der Fall war, sich geändert haben und dann auf einmal anstelle leichter 3D-Buttons auf einmal nur noch Text-Buttons sozusagen gewünscht sind. Bei dieser unübersichtlichen Situationen und auch der großen Einarbeitungszeit, die solche Entwicklungsumgebungen fordern, ist natürlich immer die Frage, wie zukunftssicher ist das, die Arbeit, die man da reinsteckt. Da ist meine persönliche Einschätzung, dass sie für HTML-basierte Sachen unproblematisch ist, auch für die großen Plattformen. Aber alle anderen Plattformen, die versuchen, so ein bisschen plattformübergreifend zu sein, ist meiner Meinung nach die Zukunftsaussichten unklar. Adobe zum Beispiel hat einen Großteil der Entwickler entlassen, entwickelt Adobe eher als die zentrale plattformübergreifende Entwicklungsumgebung weiter. Aber man hat irgendwie den Eindruck, dass ja, die Unterstützung besser sein könnte und es ist unklar ist, ob Adobe das überhaupt auf lange Zeit weiterführt. Ich habe jetzt nicht so ein Name-Dropping gemacht, in dem Sinne, dass ich jetzt verschiedene Plattformen durchdekliniert habe. Ich habe auch da überhaupt keinen Einblick. Ich habe selber mir mal ein bisschen Open Framework, Kiwi und Sensha Touch angeschaut, aber es gibt natürlich noch viel mehr.
Aber ich glaube, es gibt auch kaum jemanden, der wirklich ernsthaft da diese verschiedenen Entwicklungsplattformen beurteilen kann, da alle eigentlich ihre Stärken und Schwächen erst nach längerer Arbeitszeit zeigen und eigentlich so einen Überblick mal etwas runterzuladen und auszuprobieren, eigentlich wenig aussagekräftig ist. So viel vielleicht als so ein Überblicksaspekt. Die Entwicklungsumgebung, die ich eben genannt hatte, waren sozusagen die allgemeinen Varianten, die von Text bis Bild, Videoverarbeitung alles machen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Speziallösungen, die ich hier noch wenigstens erwähnen möchte, die einem als Entwickler das Leben doch deutlich einfacher machen können. Dazu gehören zum Beispiel Entwicklungsumgebungen für Augmented Reality, die einem zum Teil dann die plattformspezifischen Probleme abnehmen, einfach weil sie eine Entwicklungsumgebung bereitstellen, deren Inhalt dann in einem Browser läuft, ähnlich wie in einem Webbrowser, wo dann aber dieselbe Implementierung auf beiden Plattformen gleichermaßen bearbeitet werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklungsumgebung von Netaio, die als App den Unio-Browser herausgebracht haben. Da gibt es eine Entwicklungsumgebung, wo man selber gar nicht mehr viel programmieren muss, aber doch eben einige Inhalte sehr gut aufbereiten kann. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail. Bei der aktuellen Version, die ich das letzte Mal getestet habe, gab es zum Beispiel immer Probleme mit konkurrierenden Audio-Files, sodass am Schluss man immer mehrere Audio-Streams gleichzeitig hört und ich habe keinen Weg gefunden, das abzustellen. Eine andere sehr interessante Option für Entwickler ist es, auf eine Spiele-Engine aufzubauen, denn dahinter stecken sehr große Communities im Netz und auch sehr viel Know-how. Man erhält sehr viel Unterstützung, wenn man zum Beispiel mit Unity oder Cocos 2D ein Spiel entwickelt. Nur ja, ist das eben halt ein Sonderfall und im Bereich von E-Learning oft nicht sozusagen die normale oder gewollte Ausgangsbasis. Näher an didaktische Szenarien sind da schon E-Books. Die sind bislang allerdings, glaube ich, noch weit hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Das liegt auch wieder an so einem Problem, dass eigentlich unklar ist, wer die Zukunft dieses Marktes bestimmt. Der bisherige Standard EPUB 2 ist eigentlich eher auf statische Inhalte beschränkt. Apple hat mit seinen E-Books auch noch die Möglichkeit, Umfragen oder sowas einzubauen, implementiert. Aber die eigentliche Tendenz, wo es hingehen soll, dass man eigentlich fast beliebige dynamische Inhalte in ein interaktives E-Book mit einbauen kann, die ist noch völlig offen, weil der anvisierte EPUB 3-Standard einigermaßen von Apple, aber eben wenig von den anderen großen Playern wie Amazon oder Google unterstützt wird. Und es könnte sogar sein, dass es hier eigentlich nie zu einer Einigung kommt und deshalb Web-Applikationen diese Funktion langfristig übernehmen. Wenn ich bei Web-Apps bin, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die ich als Entwickler für sehr interessant halte, dass man nämlich eine HTML-Seite mit der Option versieht, dass man lokale Daten in einer Datenbank auf dem Rechner speichern kann, sodass diese Web-App auch prinzipiell ohne Netzverbindung noch läuft. Diese Sache ist so ein bisschen in den Verruf gekommen, weil Apple in einer iOS-Version auf einmal diesen lokalen Speicher gelöscht hat und diese Web-Apps dann einfach nicht mehr funktioniert hatten. Da gab es ein bisschen Aufregung. Die offizielle Begründung, die ich gelesen habe, war, dass es aus Sicherheitsgründen gemacht wurde. Inzwischen soll es wieder gehen. Aber ich glaube, es sind so Beispiele, die zeigen, dass das Ganze eine instabile Situation ist. Das heißt, wenn eine Technik auch sinnvoll ist und nutzbringend ist, heißt es noch lange nicht, dass die großen Player das auch deren Weiterlaufen garantieren. Summa summarum kann ich vielleicht sagen, dass wenn man divergierende Anforderungen hat, es eben keine beste Lösung gibt und man deshalb eben einfach gucken muss, was kann man als Entwicklungsgruppe leisten, was ist das Ziel. Und da gilt meiner Meinung nach ganz klar, wenn man die höchste Qualität im Produkt haben will, indem man zum Beispiel an einem Prototypen zeigen will, was möglich ist, geht kein Weg an einer nativen Entwicklung und Vertrieb über App Stores vorbei. Wenn es aber andersrum ist, was denke ich, in der Praxis viel häufiger ist, man gar nicht die Entwicklungskapazitäten hat, das im großen Maßstab zu machen,
dann, und man eben eigentlich eine praktikable Lösung braucht, dann wird man, denke ich, oft bei einer Webservice- und HTML5-basierten Applikation landen. Und wenn sich der E-Book-Standard einigermaßen vernünftig entwickelt, wird man vielleicht auch mit interaktiven E-Books eine Menge später machen können, ohne einen großen Entwicklungsaufwand zu haben. Ganz schwierig ist die Situation für Entwickler, wenn es in Szenarien geht, wo eigentlich jeder sein eigenes Gerät mitbringen kann. Das ist insbesondere bei den vielen verschiedenen Android-Systemversionen ein Problem oder auch eben bei den Apple mit den vielen Updates. Da kommt man, glaube ich, als kleine Entwicklungsgruppe fast gar nicht hinterher, diese Vielfalt und hohe Update-Frequenz zu bedienen. Schließlich, denke ich, geht die Tendenz natürlich dahin, dass wir die ganze Zeit online sind und wir über WLAN eigentlich auch überall an Informationen rankommen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch Situationen, wo das nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel in einem Schulkontext Szenarien betreut, wo es darum geht, dass die Schüler auf dem Pausenhof interaktive Filme entwickeln, wo eben dann keine Netzverbindung zwingend gegeben ist. Und da auch da geht dann eben kein Weg einer nativen Entwicklung und den Vertrieb über App Stores vorbei. Es sei denn, man hat so eine kleine Gruppe den Zugriff auf die Geräte, sodass man das selber von Hand drauf schieben kann. Aber das gilt, glaube ich, nur in sehr wenigen Kontexten. Ja, kurzum ist das aus meiner Sicht, glaube ich, eher im Moment ein sehr problematisches Feld für Entwicklungsgruppen, eben weil die Vielfalt so hoch ist und ist aus meiner Sicht eine Illusion ist, für diese ganzen Bildschirmvarianten wirklich gute Layouts zu entwickeln. Es gibt zwar im Webbereich inzwischen schon gute Ansätze, über dynamisches CSS sich an verschiedenste Bildschirmauflösungen anzupassen, aber auch das ist immer irgendwie ein Kompromiss. Und ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass diese Gerätevielfalt von den Herstellern definitiv ausgenutzt wird, um jedes Jahr neue Geräte zu verkaufen. Ich sehe schon, dass wir jetzt so gegen Ende der Zeit sind. Ich würde deshalb nur das noch kurz fassen. Wie viele der Entwicklungsansätze, die ich gesehen habe, sind aus meiner Sicht nicht ausgereift. Eigentlich fast nur die nativen Entwicklungsumgebungen, so dass ich in meiner aus persönlichen Sicht eigentlich als Techniker am liebsten immer für eine native Entwicklungsumgebung arbeiten möchte, was allerdings bedeutet, dass man in einem Kontext arbeitet, wo man sich auf einen Gerätetyp beschränken kann. Das können wir hier am Institut für Wissensmedien oft, aber mir ist natürlich klar, dass das in anderen Kontexten nicht möglich ist. So viel sozusagen von mir. Ja, Uwe, vielen Dank für die Einblicke von dir. Es sind einige Fragen und Anmerkungen jetzt aufgetaucht im Chat. Ich versuche, die so gut es geht, mal zusammen zu sammeln. Eins konkret, du hattest EPUB 3 angesprochen. Es wurde jetzt vom Herr Luca Peters angesprochen. Er ist der Meinung, das Problem mit EPUB 3 wird von den Verlagen forciert, die vermehrt auf proprietäre Formate setzen. Wie würdest du das einschätzen? Zu EPUB 3 hast du da einen Einblick oder auch eine Meinung zu? Ich finde das sehr schwierig, da Schuldzuweisungen zu machen. Die Verlage haben natürlich das Problem, dass sie sozusagen bedrängt werden und überhaupt ihr Geschäftsmodell bewahren müssen. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob man da sozusagen Verantwortlichkeit zuweisen kann. Ich selber wüsste im Moment als Verlagsleiter, der für die Entwicklung zuständig ist, auch nicht, was die höchste Strategie wäre. Einfach, ja, weil Apple und in dem Fall, glaube ich, Amazon da einfach die Standards setzen. Und ja, man kennt die ganze Diskussion ja aus den Zeitungen. Aber ich bin jetzt auch kein EPUB 3-Kenner. Ich fürchte eben nur, dass wir auch da wieder am Schluss eben mit verschiedensten Varianten zu kämpfen haben, sodass das, was wir als Entwickler immer wünschen, dass wir verschiedenste Zielgruppen bedienen können, einfach da unrealistisch ist. Dann hatten wir einen Hinweis von einem anonymen Nutzer auf das Thema Cross-Plattform-Entwicklung.
Er hat Umgebungen, er oder sie hat Umgebungen wie PhoneGap oder Roam Mobile für native Apps vermisst. Sagt dir das was, Uwe? Also die konkret nicht, aber es gibt Appcelerator oder es gibt eine ganze Reihe von solchen Plattformen, von denen ich jetzt vermute, dass sie in dieselbe Richtung gehen. Die basieren auf HTML5 und JavaScript, was zum Beispiel für Leute, die mit Webdiensten entwickelt haben, sehr attraktiv ist. Aber die haben alle Schwächen, die ich unter diesem Cross-Plattform-Plot subsumiert habe. Die sind nicht wirklich performant, weil sie dann doch oft noch Sachen nachladen oder eben nicht lokal speichern können. Oder aber sie bringen sozusagen ihren eigenen Browser als Entwicklungsumgebung mit. Dann haben sie aber das Problem, dass die Anbindung von neuen Features eben immer nur verzögert oder auf eher schlechten Basis funktioniert. Also dass eben nicht die beste Kameraauflösung unterstützt wird und so weiter. Oder eben aktive neue Filtermöglichkeiten oder was es immer da gibt, eben immer nur mit einer zeitlichen Verzögerung eingebunden werden kann, weil die ja auch dann eine Grundlage bereitstellen, die dann auf verschiedenen Plattformen laufen muss. Also das kann man auch bei Adobe Air sehr schön feststellen. Ist ja eigentlich genau dieselbe Grundidee. Man hat eine Entwicklungs- oder eine Laufzeitumgebung. Und immer wenn es dann neue Retina-Auflösung gibt oder neue Kamera oder so, dauert es eben mehrere Monate, bis das zur Verfügung gestellt wird, obwohl die Benutzer natürlich eigentlich erwarten, dass es immer auf dem aktuellsten Stand funktioniert. Vielleicht mal eine Frage an Frau de Witt. Herr Thomas Peters-Eil hat gefragt, Mobile Devices als Tools zum Erstellen von Wissensinhalten, ist das nicht auch eine Perspektive für die Zukunft? Was würden Sie ihm entgegnen? Das wäre zu unterstützen. Kurz und knapp. Ich möchte noch auf die Frage von Frau Thielosen eingehen, ob es so oft Probleme bei mit den Geräten der Studierenden gibt. Also ich würde es auch vorziehen, native Apps, also Learning Apps zu entwickeln, haben wir auch gemacht, aber mit jeder neuen Version muss man natürlich auch gucken, dass die Apps noch passend sind. Deswegen sind wir dazu übergegangen, eben jetzt auch dieses Responsive Design von Moodle zu übernehmen und eben auch unsere Apps im Moment als Learning Apps oder als Web Apps anzubieten, weil das ja auch ein Kostenfaktor ist. Natürlich ist das eine luxuriöse Lösung, alles nativ zu machen. Wenn nativ, dann natürlich wirklich für alle Geräte. Aber es ist natürlich für eine Universität nicht unbedingt zu machen oder für ein Lehrgebiet. Da sehe ich die Grenzen. Aber ansonsten habe ich bisher so keine Probleme jetzt bei Bring Your Own Device festgestellt bei den Studierenden. Weil wir uns eigentlich auch von der Institution her bemühen, möglichst viele Geräte abzudecken. Mhm. Vielleicht noch eine Frage, die bis jetzt nicht gefallen ist. Sehen Sie es oder was würden Sie dazu sagen, mit den mobilen Geräten und der Möglichkeit, überall zu lernen, besteht da nicht auch die Gefahr, dass quasi die Freiräume verloren gehen, dadurch, dass man immer mobil ist und immer quasi am Lernen mit den Geräten? So eine vielleicht ethische Frage des mobilen Lernens. Mir ist das gekommen, als Sie da erwähnt haben, die Studenten gehen in den Hörsaal, werden identifiziert und bekommen auf ihr Handy dann die Dateien geladen. Gibt es da auch Grenzen? So? Klar, auf jeden Fall man sollte nicht überall erreichbar sein und mit Lernen bedrängt werden, sondern selbst entscheiden können, wann und wo ich lerne. Und wenn ich in die Vorlesung gehe, kann ich mich auch immer noch entscheiden, ob ich mitstimme oder nicht. Also das würde ich als Dozent auch, also diesen Freiraum auch den Studierenden geben. Also einen Zwang zum Lernen würde ich völlig ablehnen. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass man immer und überall mal guckt, was passiert gerade auf der Plattform. Habe ich gerade eine
eine SMS bekommen oder gibt es neue Nachrichten, dass man eigentlich immer online ist, aber vielleicht gehört das dann auch ein bisschen zur Disziplin dazu, nicht überall immer dabei zu sein. Und es natürlich auch, liegt auch in der Verantwortung auch der Lehrenden, das nicht zu forcieren. Ja. Es kam eine Frage vom Nutzer Jakob S. Fallen Ihnen Studien ein zur Wirkung oder zum Einsatz von Abstimmungs- und Rückmeldungsgeräten, größere, solide Studien mit Kontrollgruppen? Wissen Sie da etwas? Das wüsste ich jetzt im Moment nicht, nein. Okay, vielleicht eine Aufgabe an die Crowd, da was zu recherchieren. So, ich hatte mir noch notiert, an Uwe, an dich eine Anmerkung zu der Tabelle, die du vorgestellt hattest, vom Nutzer Luca Peters, der uns inzwischen jetzt schon hier verlassen musste. Er hat den Aufwand der Entwicklung vermisst in dem Modell. Also du hattest ja die Entwicklungsumgebung als einen Punkt genannt und er meinte, das ist nicht alles, wenn man den Aufwand der Entwicklung in den Fokus nimmt. Wie würdest du das sagen? Also ganz grob zu sagen, ich glaube, das kann man gar nicht quantifizieren, weil das ist so aufgabenspezifisch. Da tue ich mich schwer, da einfach Pauschalurteile abzugeben, wobei ich bei den anderen Punkten das schon gesehen habe. Die sind unterschiedlich, aber die hängen dann oft immer an ganz konkreten Sachen, wo man einfach an Kleinigkeiten oft hängt, die man aber vorher eigentlich nicht absehen kann, wenn man sich das Gebiet anschaut. Und ja, insofern hatte ich diesen Punkt jetzt bewusst nicht mit aufgenommen, weil ich mir da kein Urteil zutraue. Mhm. Also ich sehe so ein bisschen das Problem, es sind sehr viele unterschiedliche Szenarien angesprochen worden und da ist dann die Situation sehr unterschiedlich. Ob ich mit einer Augmented Reality App was arbeite und ich auf ein sehr ausgereiftes Tool zurückgreifen kann oder ob ich in einem Bereich arbeite wie Audio, wo es sehr große Plattformunterschiede gibt, das stellt sich dann wirklich je nach Kontext unterschiedlich dar. Mhm. An Sie, Frau De Witt, noch die Frage von Thomas Peterseil. Er hat gefragt, provokant, macht es Sinn, Learning-Apps zu entwickeln? Ist die Tendenz im M-Learning-Bereich nicht anders, dass sich die Lerner ihre Lerntools selber aussuchen? Ist das so? Aber es ist doch so, dass die Lernenden ihre Tools selbst aussuchen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Es war eine Frage, ob Lern-Apps oder Hochschul-Apps insofern sinnvoll sind, als dass die Nutzer sich selber ihre PLE ja zusammenstellen und sowas dann gar nicht gebraucht wird. Naja, also wir erstellen ja Learning-Apps, damit sie die Studieninhalte noch vertiefen und zur Erweiterung des Wissens dienen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein freiwilliges Angebot, aber sollte man nutzen. Also zum Beispiel unsere Mobivi-Kompakt-App, das ist ein zusätzliches Angebot. Das ist auch jetzt nicht zwingend, das müssen die Studierenden nicht lernen, sondern das können sie sehr gerne in ihr PLE integrieren und müssen selber entscheiden, für wie wichtig sie diese App halten. Ich kann vielleicht noch ergänzen, wir haben ja in Kooperation mit Schulen auch beobachtet, dass iPads sehr früh eingesetzt wurden, wo es dann eben auch noch gar keine Lern-Apps gab. Und da ist schon erstaunlich viel mit anderen Apps, die man einfach über den App Store runtergeladen hat, passiert. Das erfordert allerdings dann von den Lehrenden auch immer ein besonderes Engagement und bringt natürlich das Problem mit, dass man die Produkte, die dabei entstehen, dann ja nicht automatisch in der Plattform hat, wo man sie dann auch austauschen und kommunizieren möchte. Also die Tendenz sehe ich schon. Es gibt sehr gute Software im App-Bereich, die man sicherlich für Lernzwecke einsetzen kann. Aber wenn man, was ja eigentlich gewünscht ist, das dann auch noch weiterverwenden will, hat man eine ganze Reihe von Nachfolgeproblemen. Wir hatten noch eine Frage vom Nutzer Bodo, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, ist aber durchaus auch von Interesse. Hat jemand von Ihnen beiden Erfahrung beim Einsatz von M-Learning für die mobile ältere Generation? Also ich nicht. Nein. Okay, das habe ich mir schon
gedacht, aber vielleicht kennt ja jemand von den Teilnehmern Studien in dem Bereich, die er im Chat mitteilen möchte. Vielleicht als Abschluss jetzt, weil wir auch schon ein bisschen über der Zeit sind, noch eine letzte Frage von Thomas Peterseil. Können Lerninhalte nicht appübergreifend zur Verfügung gestellt werden? Ich denke, Sie haben es schon teilweise angeschnitten in den Vorträgen. Wer von Ihnen möchte auf die Frage was sagen? Also technisch gesehen geht das natürlich, wenn das alles webbasiert ist und mit HTML programmiert und dann letztlich auf dem Server landet. Da hat man diese Austauschproblematik passt überhaupt nicht und deshalb funktionieren ja, glaube ich, auch solche Szenarien wie Bring Your Own Device tatsächlich in der Praxis auch ganz gut. Ansonsten ist aber zumindest im iOS-Bereich ist das sehr beschränkt. Also Applikationen können nicht ohne weiteres sich Inhalte zuschieben. Das geht nur sehr eingeschränkt über Definitionen von Dateiformaten. Auch da gibt es Beispiele mit PDFs oder sowas, wo das gut funktioniert. Aber wenn man dann interaktive Elemente einführen möchte, wird das schon schwierig. Mhm. Gut, dann vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben. Ich würde die Diskussion an der Stelle beschließen, noch mit einem Hinweis. Da hat mich meine Kollegin Anne Thielusen darauf aufmerksam gemacht. In Hagen findet am 6. November, Frau de Witt, Sie sind da sicher auch beteiligt, der Mobile Learning Day Extended, genau, statt. Also 6. November in Hagen, wenn Sie das interessiert, können Sie sich die Veranstaltung mal näher angucken. Vielleicht hat jemand im Chat einen Link, den er gerade posten möchte. Sonst findet man das sicher auch bei uns im Portal, im Veranstaltungskalender oder mit Google. So, auch noch von unserer Seite ein kurzer Hinweis auf das nächste Event. Es wird zu Gast sein das Team Mobile Lehre der Universität Hohenheim und wird über neue Lernorte an der Universität sprechen. Die haben ein Projekt, das nennt sich Mobile Lehre Hohenheim und werden das vorstellen, auch aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben Entwickler von der entsprechenden App der Universität Hohenheim mit dabei und auch Pädagogen, die das einsetzen und dafür sorgen, dass das sich an der Uni Hohenheim verbreitet. Also das ist am Montag, gleicher Ort, gleiche Zeit, 10. November. Und können Sie sich also schon mal vormerken. Ich sehe auch, inzwischen ist der Link zum Mobile Learning Day auch im Chat noch ergänzt worden. Danke an meine Kollegin. Ja, danke nochmal an Sie, Frau de Witt, und an dich, Uwe, dass ihr mit dabei wart. Ja. Und ja, die Aufzeichnung von dem Event gibt es in wenigen Stunden auch im Portal für diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten. Gut, dann noch eine schöne Woche allerseits. Ja, Ihnen auch. Wiedersehen. Tschüss.